Rund 5000 neue Flüchtlinge haben in Baden-Württemberg im Juni einen Asylantrag gestellt. Damit haben dem Integrationsministerium zufolge in der ersten Jahreshälfte insgesamt 22.050 Menschen im Land Zuflucht gesucht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es gerade mal 8.779. Etwa ein Fünftel kam aus dem Kosovo, danach folgen Syrien mit 13%, Albanien mit 10% und Gambia mit 9%.